Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval 2. Und zwar hatte ich euch ja in der letzten Session mit dem Dave zusammen versprochen, dass ich mir die letzten beiden Level noch einmal vornehmen werde, um die Seelenkelche zu schnappen. Und das ist jetzt meine Aufgabe. Ich habe es auch schon zweimal eben versucht und beide Male hatte ich zu wenig Seelen ergattert. Das heißt, ich muss nahezu alle Leute retten, was ziemlich schwierig ist. Und das ist ein harter Brocken für mich. Ich werde es natürlich weiterhin versuchen. So viel sei gesagt, Mauselöcher gibt es in diesem Level nicht. Das habe ich auch schon drauf geachtet, falls wir da mit den Händen reinkrabbeln können oder so. Aber in diesem Level leider nicht. Wir hatten da ja letztes Mal gedacht, dass da hinten eins gewesen wäre. Die Stelle kann ich euch gleich nochmal kurz zeigen. Aber da ist definitiv keins gewesen. Jetzt ist ja die Hölle los! Da war jedenfalls keins. Ich zeige euch gleich die eine Stelle, die ich meine. Und ansonsten schalte ich mich immer zu den betreffenden Stellen dazu. Ich denke mal zum Beispiel an die Bereiche, wo wir halt die Seelen holen können. Wo wir die Seelen retten müssen sogar. Da werde ich mich dann dazu schalten, dass ihr seht, dass ich das auch geschafft habe und nicht ercheatet habe oder sonst irgendwas. Das gibt es auch gar nicht, aber ist auch egal. Jedenfalls ist es ja auch schon ein bisschen mein eigener Stolz, das zu schaffen. Von daher, wird schon. Kriegen wir schon hin. Hier war irgendwo diese eine Wand, die ich meinte. Da hinten, hier. Genau, hier ist so eine Wand, wo wir gedacht haben, da ist eventuell ein Mauseloch, da können wir reinkrabbeln. Aber zum einen gibt es hier nicht mal eine Hand in der Nähe, habe ich auch nachgeguckt. Und zum anderen ist das wirklich nur aufgezeichnet, aufgemalt. Und es wäre auch zu klein für eine Hand. Ist auch, ja, es ist kein richtiger Durchgang. Also wie gesagt, da also nichts. Ich schalte mich dann dazu, so wie wir uns Seelen erkämpfen müssen. So, erster Bereich, Seelenrettung aktiviert. Mal hoffen, dass wir das einigermaßen hinkriegen. Der erste ist down, okay. Ich versuche gerade so. Drei Seelen gerettet, null verloren. Oha, das ist aber mal ja, bisschen Zufall gewesen, sage ich mal, aber ein sehr, sehr guter Schnitt. Bisher hatte ich hier immer maximal zwei Seelen gerettet. Also ich sag mal, wenn es in diesem Tempo weitergeht, dass ich nochmal zwei, drei Seelen rette pro Raum, dann schaffen wir es auf jeden Fall. Also hier gibt es sogar drei. Das wusste ich nicht mal. Ich habe bisher immer nur zwei hier retten können. Und jetzt bin ich schlauer. Also es gibt sogar schon drei zu retten. Cool. Ein guter Anfang. Ich hoffe, es geht genauso gut weiter und ich melde mich dann im nächsten Seelenrettungsraum. Okay, Leute. Hier ist der Eingang zum zweiten Mal fürs Seelenretten. Ich gebe mein Bestes, versuchen wir es. Das wäre jetzt schön, wenn das funktioniert. Okay. Geht doch alle mal down. Ich verstehe es gerade nicht. Zumindest kriegen wir die einigermaßen hier vernichtet. Oh. Okay. Da ist einer. Oh Gott. Den habe ich gerade noch so ruhig bewahrt. Die kriegen wir auch noch gesimst da. Ah, komm, hier, geh weg! Oh. So. Zwei Seelen gerettet, null verloren. Wow! Das heißt, wieder ein Raum komplett gelöst. Da bin ich jetzt gerade, muss ich schon sagen, ein bisschen stolz auf mich. Weil so einen guten Schnitt hatte ich noch nicht. Das heißt, selbst wenn ich, glaube ich, im letzten Raum jetzt nur noch eine kriege, also einen einzigen beschützen und so weiter, das sollte ich irgendwie hinkriegen, dann haben wir es, glaube ich. Boah, das ist wirklich, ich sag's ganz ehrlich, das ist eins der Level, die ich zwar vom Aufbau her so ganz schön finde, von der Atmosphäre, von der Musik, alles super. Wobei, also diese Gegner mochte ich ja eigentlich im ersten Teil auch, da waren die ziemlich einfach, die sind auch eigentlich einfach. Aber in Kombination mit diesem Seelenretten hier, ist das schon ein bisschen schwer, kann man sagen. Finde ich jedenfalls. Und von daher bin ich froh, wenn wir das hier geschafft haben. Wir setzen alles dran, hier weiter voranzukommen und ich melde mich dann im nächsten Seelenrettungsraum, der ist noch ein bisschen weiter weg. Okay, Freunde, auf in den dritten Seelenrettungsraum.
Der sollte sich jetzt auch aufgetan haben, dadurch, dass wir jetzt das letzte Rad eingesetzt haben. Und jetzt muss ich nur gucken, wo dieses komische Glasdach ist. Hier, genau, da kann ich nämlich besser runterspringen. Genau, da sterbe ich dann nicht. Und ja, hier raus und dann praktisch über die aufgeklappte Blume in den dritten und letzten Seelenrettungsbereich. Und da falle ich jedes Mal runter, weil ich das irgendwie nicht erkennen kann, wo ich da lang muss. Gut, ja, ich weiß nicht, gibt es da auch wieder zwei zu retten? Ich vermute... Wenn wir noch eine Seele von den beiden retten, sollte es eigentlich reichen. Von daher drückt mir mal die Daumen. So, wo seid ihr? Erstmal bringen wir den um. Eine ist schon mal tot, scheiße. Erstmal möchte ich das Serum auswählen. Geh weg von ihm! Scheiße. Der lässt dich von ihm ab. Warte mal ab, bis er ein bisschen weiter weg ist. Nein! Jetzt habe ich mir den Kopf abgenommen. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das Serum auswählen, verdammte Scheiße. So. Heil ihn doch! So. Einen haben wir gerettet. Das könnte gut sein, dass der jetzt uns geholfen hat. Aber Moment mal, die Tatsache, dass wir hier gerade unseren Kopf abnehmen konnten, ne? Das lässt ja darauf schließen, dass hier doch ein Mauseloch ist. Warte mal. Jetzt will ich mal eben kurz das Rad einsetzen. Dann komme ich gleich nochmal eben wieder. Halt, falsche Richtung. Und dann werden wir nochmal hier in diesem Raum gucken. Hier muss ja irgendwo doch noch was sein, wo wir mit der Hand reinkrabbeln können. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Das werde ich ja noch in den Part mit reinpacken, natürlich. So, wo haben wir jetzt hier... wo war denn das jetzt? Da ist noch ein Geldsack. Ach stimmt, das Lebensfläschchen kriegen wir ja gar nicht mehr. Ich habe gedacht, wir kriegen nochmal eine Lebensflasche, aber das wäre jetzt zu viel des Guten gewesen. Die haben wir ja schon eingesackt. So, wo ist die Hand gewesen? Das war eben eher Zufall. Die hätte ich sonst gar nicht richtig erkannt. So, wo ist das Rote? Da. So, das wollen wir eben einsetzen. Und jetzt... Wo ist die Hand? Da ist die Hand. Komm mal her. Jetzt wird die Hand auf. Hier ist doch zum Beispiel ein Löchlein. Warte mal, da war doch gerade ein Loch. Hier! Gucken wir da rein. Tatsächlich! Ich habe einen Bereich gefunden. Mal gucken, was es hier gibt. Was? Rette? Fünf? Was? Rette vier Hände? Was ist denn jetzt los? Ein Minispiel. Das ich noch nie so gesehen habe. Und wo müssen wir jetzt lang? Und wieso? Und warum? Wieso? Ich kann doch als Hand kein Serum benutzen oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich renne einfach mal hier rum. Da ist Geld. Okay, das ist schon mal gut. Geld ist immer nicht verkehrt, ne? ich versuche gerade, irgendwie den Sinn hier drin zu erkennen. Oh, oh Gott. Was soll ich denn tun? Wenn ich jetzt wüsste, was ich genau machen soll, wäre das ja einfach. Ich glaube, da muss ich aber lang. Gerade weil da so viel los ist. Auch scheiße. Und nu? Was hat das jetzt gebracht? Ich habe irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Ich muss da nochmal rein. Ich gucke mir das nochmal genau an. Ich gehe jetzt mal immer links. Wenn ich immer links gehe... Dann komme ich ja unweigerlich zu einem Ort hin, wo ich sonst nicht hinkomme, oder? Wie gibt es denn? Nee. Der war doch an der Hand! Die schließt sich jetzt mir an, oder was? Okay. Kommst du jetzt mit? Kommt jetzt mit. Komm mal mit. Ich bringe dich jetzt mal zum Anfang. Das ist ja mal eine geile Sache, sowas kenne ich ja gar nicht. Da ist die zweite Hand. Geil. Ihr seid jetzt zwei Hände. Kann ich euch jetzt hier hinbringen? Hat das jetzt schon gezählt?
Oder muss ich das Ganze jetzt nochmal machen? Anscheinend hat das nicht gezählt. Das möchte ich jetzt aber ganz gerne nochmal eben schaffen. Auch wenn ich das total klappt gerade finde, muss ich sagen. Hier ist aber keine mehr. Die scheint weg zu sein. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal die rechte Seite. Da hier ist. Okay. Ach, hier seid ihr beiden wieder. Gut, dann suchen wir jetzt weiter, bis wir vier Hände haben. Und dann gehen wir zum Ausgang. Ist er noch da? Ja, ist er noch da. Da ist die dritte Hand. Seid jetzt alle drei da? Wir haben jetzt drei Hände. Mit uns sind wir schon vier. So, ich gehe noch weiter rechts rum. Und irgendwo kommt ja sicherlich gleich die vierte Hand. Wer denkt sich so bekloppten Kram aus? Hände? Hey, wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Och nö, sind die irgendwo hängen geblieben? Wo sind meine Hände? Da seid ihr. Also einer. Kommt ihr jetzt alle hier mal lang? Ihr auch. Du auch bitte. So, kommt alle mit. So, alle schön mitlaufen. Ihr seid nur zwei. Ne, ihr seid drei. Alles klar, ihr seid drei. Okay. Lass uns mal hier lang gehen. Oder müssen wir da lang? Wir gehen nochmal hier reingucken. Kommt mal alle mit. Eine Händearmee. Ganz behende. Da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das in sowas ausartet. Da hinten ist die letzte Hand. So. Jetzt habe ich vier Hände bei mir. Und jetzt bringe ich euch zum Ausgang, ja? Ist ja geil. Oder muss ich euch hier in der Mitte irgendwie. Ich denke mal, ich muss mit euch jetzt nach Hause. Das hoffe ich jetzt einfach mal, weil ich sonst keine Ahnung habe, wo wir lang sollen. Wir sind Mäuse. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Alle mitkommen, Händelein, Händelein. Ich hoffe, ihr seid immer noch vier. So, hier ist, glaube ich, der Ausgang, ne? Da sind die Hände. Soll ich euch hier reinpacken? Da, alle Hände gerettet. Und jetzt gibt's Geld. Ja, schön. Also so eine kleine Challenge, in der man die Hände retten musste. Interessant. Also sowas habe ich echt noch nie gehabt. Und ich bin schön, ja. Das natürlich auch, nein. Ich bin froh, dass ich euch das zeigen konnte, wollte ich sagen. Okay, das war mal was ganz anderes. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt mal das Level und schalte ich euch dazu, wenn es dann daran geht, den Seelenkelch zu holen. Bis gleich. Okay, Leute, die letzte Ladung Kürbis ist jetzt hier. Die wollte ich euch nochmal eben zeigen hier. Und wir haben bereits 94% im Kelch. Das heißt, wenn wir die hier platt gemacht haben, dann sollte es auf jeden Fall reichen. Guckt mir die ganzen Leute an hier. Das ist ja jetzt schon gleich voll. Warum habe ich die jetzt auf einmal so viel Prozent über? Ich habe doch nur zwei Leute mehr gerettet, oder waren es mehr? Wahrscheinlich habe ich drei, vier Leute mehr gerettet. Oh, Gottes Willen. Da ist hier so viel. Dankeschön. Wenn ich jetzt hier sterben sollte, ne? Das wäre jetzt das Schlimmste überhaupt, was mir passieren könnte. So, komm, weg. Nein! Der Kelch kann eingesammelt werden. Ich, aber ich kann gar nicht abhauen, ne? Eigentlich kann ich nicht abhauen. Machen wir schon, ne? Okay, das schaffen wir wohl. Habe ich euch jetzt alle down? Oder läuft hier noch einer rum? Da läuft noch einer. Na komm, stirb doch! Oh. Boah! Hilfe! So, jetzt muss ich noch den Kelch einsammeln, ohne zu sterben. Das ist auch nicht so einfach, weil ihr wisst ja, ich falle gerne runter. Wo war denn das jetzt? Hier lang, genau. Da müssen wir lang. Und jetzt müssen wir den Baum hochklettern, ne? Oh, scheiße. Das ist natürlich jetzt noch so eine Sache. Also ganz vorsichtig den Baum hochklettern. Ja, ihr freut euch, ich weiß. Wenn ich euch jetzt noch umbringe, ne? Wird der Kelch dann wieder weggenommen? Das ist nur eine theoretische Frage. Ich habe nicht vor, die umzubringen, keine Angst. So,
Okay, hier hoch. Das geht ja noch alles. Wenn ich jetzt hier noch... Also ich darf höchstens einmal runterfallen. Dann bin ich nämlich noch am Leben. Wahrscheinlich werde ich dann doch zwei Parts daraus machen, weil das wird ja viel zu viel. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da so ein Bonuslevel dazwischen kommt. Hilfe. Na, das war gerade sehr, sehr überraschend. Aber cool. Wirklich sehr cool. So, hier oben müsste aber schon der Kelch sein. Und dann müssen wir noch vorsichtig wieder zurück. Okay, Leute. Kelch eingesammelt. Ich melde mich dann im Laboratorium vom Professor wieder, wenn wir dann sehen, was wir für eine Waffe dafür kriegen. Also, bis denn, Leute. Haut rein. Da sind wir auch schon. Und dann gucken wir mal, was kriegen wir denn für unseren Kelch? Dr. Kift. Ich habe etwas an deinem Schwert gearbeitet. Sollte deutlich besser sein. Es ist verzaubert. Wenn die Energie zur Neige geht, kann sie der Trödler wieder auffüllen. Ah, das ist praktisch unser Breitschwert aus dem ersten Teil. Das nehme ich doch gerne. Das können wir natürlich auch wieder aufladen und... Jawohl, sehr schönes Ding. Okay, Leute, das ist das. Und jetzt müssen wir natürlich noch den Iron Slugger besiegen. Ne? Das war ja das Level, was uns noch fehlt. Ich guck mal, Whitechapel ist das, wo wir dann mit der Wampy weitermachen. Die kommt ja in der nächsten Session. Iron Slugger, oder ist das davor noch eins gewesen? Dankenstein, das ist das gewesen. Okay, da müssen wir jetzt rein. Wir speichern natürlich vorher ab. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also diesen Bonusbereich da, das fand ich ja richtig klasse. Da bin ich schon ein bisschen ja, geflasht gerade. Das habe ich noch nie gewusst, dass es sowas gibt. Okay, dann auf ins Level Dankenstein und ich melde mich, wenn ich da den Kelch gefunden habe. Den Rest kennt ihr ja bereits von dem Level. Freunde, ich habe hier gleich am Anfang was gesehen. Ein Löchlein für eine Hand. Und hier vorne krabbeln auch Hände rum. Muss ich mal kurz gucken. Da, ich will mal kurz gucken, absetzen und da reinkrabbeln. Mal eben gucken, was hier los ist. Oh! Eine Energiequelle, die ich schon mal sehr gut finde. Auch wenn hier gerade eine Maus rumhampelt. Mensch, lass mich zufrieden. Das geht natürlich alles von der Zeit ab. Aber hier ist noch Geld. Okay, okay, okay. Ist hier noch was drin? Nein. Aber immerhin, ein kleiner Bonusraum, den wollte ich euch zeigen. Und jetzt geht's weiter mit dem Level. Ich hoffe, ich habe noch genug Zeit. Komm her. Was ist das eigentlich für ein Buch hier? Habe ich das schon mal gelesen? Professor Hamilton Kifts Forschungsnotizen. Datum 12.03.1885. Meine Experimente waren ein Teilerfolg. Bisher konnte ich eine Reihe von Körpergliedern wiederbeleben. Leider... Was? Leider tendieren sie dazu, in entsetzliche Kreaturen zu mutieren, die sich meiner Kontrolle entziehen. Ich bin gezwungen, sie freizulassen. Sie streuen jetzt in den Kloaken im Untergrund von London, immer auf der Suche nach Futter. Ich fürchte, dass meine Forschungen jetzt in einer Sackgasse stecken. 23.05.1986. Seit ihrer Ankunft hilft mir Kia bei meinen Experimenten. Ihre Kenntnisse in ägyptischer Einbalsamierungstechnik haben mich überzeugt, dass große Fortschritte machbar sind. Während Fortescue unterwegs ist, die Welt zu retten, habe ich letzte Hand an die Maschine gelegt, von der ich überzeugt bin, dass sie fähig ist, eine vollständig geformte humane Spezies zu kreieren. Dann haben wir das auch mal gelesen, denn wir hatten uns ja schon gefragt, warum hier so eine Arme und Beine rumlaufen. Jetzt wissen wir es besser. Er hat sie gezüchtet. Ich brauche noch ein Bein. Verdammt. Wo ist dieses scheiß letzte Bein? Da unten ist es. Ich hab's gesehen. Oh, da ist es. Oh, verdammt. Schnell, beeil dich. Mensch, ich bin den Tod. Stirb doch. Ey, soll das jetzt echt daran scheitern, dass ich den nicht treffe? Mann, ganz ruhig, alles ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, komm her. So, ich habe das letzte Bein, verdammt. Und ich habe auch den Kelch eingesammelt. Ich hoffe, ich habe euch das reingeschnitten. Ich habe dran gedacht. So, und ich habe auch noch eine Energieflasche gefunden, die entgangen ist vorher. Und jetzt schnell das Bein daran. Wir sind soweit.
Das kennen wir ja schon. Ah, herrlich. Des Professors Laboratorium. Den Iron Slugger brauchen wir nicht nochmal besiegen, das haben wir bereits getan. Aber wir haben den Kelch und wir haben eine neue Energieflasche und wir sind halb tot da oben. Das ist natürlich nicht so gut, aber ja, dann starten wir in die nächste Session. In die nächste Session mit sehr wenig Energie. Aber okay. Das müssen wir dann irgendwie auffüllen. Sieh, was ich aus dem Vampirsaft gewonnen habe. Woher hatten wir denn Vampirsaft? Okay. Blitze. Ach, Blitz. Ach, das ist wahrscheinlich diese Waffe, die wir schon mal... Ja, diese Blitzstrahlen, die hatten wir schon mal in Teil 1. Ja, die sind jetzt nicht so das Berauschende. Aber wir haben jetzt immerhin alle Kelche. Und ich habe euch alles gezeigt, was es jetzt zu zeigen... was es bisher zu zeigen gab. Das freut mich. Und ja, ich bin froh. Wir haben sogar noch einige Bereiche entdeckt. Ich habe mit den Händen zwei Bereiche gefunden. Ich habe ein komplett neues Geheimlevel so gesehen gefunden mit den Händen. Was ich auch sehr cool finde. Und wir haben ein bisschen mehr erfahren, weil ich das in einem Buch gelesen habe. Und wir haben zwei Kelche nachgeholt. Also von daher, wunderbar. Wir haben einiges erfahren. Das freut mich sehr. Und beim nächsten Mal starten wir dann in Whitechapel. Wir speichern ab. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, sehen wir uns mit der Wampy hier. Ich freue mich schon drauf. Liebe Grüße nochmal an dich, Wampy. Du wirst das hier zwar nicht sehen, bevor wir aufnehmen, aber kein Problem. Leute, ich verabschiede mich von euch. Sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich kann heute nicht mehr reden, tut mir leid. Und ja, euer Alex, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich hab eine Ewigkeit. Du wagst es, den Grafen zu unterbrechen?